Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich habe heute einen ganz tollen Gast endlich wieder bei mir zu Hause. Vor 12 Wochen hat er mit der Oldschool-Diet begonnen. Er hat einiges an Kilos abgenommen, aber wie viel genau, werden wir heute sehen. Markus Latmuskel, tadam, und seine Frau Jenny. Oh Gott. Ja, und wir werden jetzt gleich Maß nehmen. Also Arme, Bauch umfangen, Beine oder so, ne? Hier die wichtigsten Maße. Und dann werden wir natürlich auch noch mal ein bisschen Sport machen. Aber erstmal machen wir jetzt hier ein Form-Update mit Markus. Oh, 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 oh! 99,8. Mit welchem Gewicht haben wir begonnen? 123,7. Okay, das heißt, du hast 24 Kilometer Oldschool-Diet abgenommen. Richtig. In 12 Wochen. Ganz genau. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so viel für die Oldschool-Diet, weil wir wissen, das ist die Performance-Diät schlechthin. Da pfurzeln die Pettfunde. Und jetzt mal Real Talk. War es leicht? Ja, und wenn ich besser trainieren kann, dann ja, wäre okay, es wahrscheinlich auch besser gewesen. Bei euch sind die Gyms jetzt 2 Wochen offen. Du hast auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr Muskeltraining gemacht. Ja, genau. Jetzt mal die Frage an die Frau. Wie hat er sich angestellt? War es sehr schön? Soll doch hier um mich gehen. Er redet noch mehr wie vorher. Noch mehr? Ja. Aber das ist wirklich furchtbar. Dann ist es doch super. Nee. Also nichts von Energielosigkeit oder Schlaf oder irgendwas? Nein, gar nicht. Energielosigkeit? Möchtest du dazu oder was sagen? Das ist die Frage. Ja. Super, super, total toll. Super, also auch sehr potent. Ja, natürlich. Absolut. Testosteron-Level ist gestiegen. Also man fühlt auf jeden Fall, dir geht's gut. Jetzt zieh dich mal aus, damit wir auch sehen, ob das auch besser aussieht. Soll ich irgendwie dabei tanzen, Arschwackeln? Nein, du kannst dich einfach nur so ausdrücken. Oh, das Ding ist natürlich, du hast vorher ordentlich Speck drauf gehabt. Ja. Mal gucken, was macht das Gewebe, ne? Ja, ja. Ja, weil, ne, so eine Hautschürze. Die nette Assistentin wird jetzt erstmal ihn maßen. Habt ihr die Maße im Kopf noch vom letzten Mal? Ich hoffe doch. Mhm, ja. Sehr gut, okay, na dann los. Knie dich doch hin, du kannst doch für uns. Das ist ungewohnt für dich in der Höhe, ne? Einfach mal, wirklich. Hä? Warte mal. 100. 101, jetzt sind wir aber 100. Das ist also mal 99 oder 98 eher. Ja, das kann doch nicht sein. Kriegst du nicht hin. 120, weil wir jetzt mal. Ja, no. Jetzt versuch ich dir nicht zu machen, da kannst du eine Runde um den Block gehen, Hammer. Nein. Ich vertraue da dem Johannes. Jetzt die Brüste oder wie? Also, das Problem ist, sie glaubt nicht, dass er 20 cm am Bauch verloren hat. Richtig, weil sie weiß, wie lang 20 cm sind. Ich wusste, dass der kommt. Ich hab's gewusst. Schön, schön. Lass mir die Arme runterhängen. So. 112, 113 so. Da warst du aber 115. Ich sehe 111. 118. Oder 118. Also so 5 cm weniger am Brust. Mhm. So, und jetzt der Arsch. Arsch. Muss er wirklich tief gehen? Die Booty Gaze, komm mal, guck mal. Ja, das auf geht's. Das riecht gut. Das hat echt, ey. Nee. Ja, aber du weißt. Mach das auch nicht mit dem Messen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch krumm und schief. Ich merke das doch nicht. Warte doch mal hier. Ja, Kerl, stell dich nicht so an. Beim nächsten Mal nehmen wir deine Frau. 109 cm. 109? Ja. 15 oder so. Soll ich dir aufhelfen? Ist doch sonst nicht so nett. Ansonsten hätte 6 cm weniger, richtig? Ja, genau. Okay, also Booty Gains sind nicht da, aber du wolltest ja auf jeden Fall schlanker werden. Ich glaube, die Arme haben wir sowieso nicht gemessen. Doch, 45. Ja. Das ist zu schon mal an. Schau mal an. Achso, hast du schon. Es ist eine 40er-Keule. Ja, auch 40. Ja, auch 40. Man das, kann man das nur sehen? Ich hatte gedacht, rechts wäre ich bei 44. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen Sport und schauen mal, ob du auch fitter geworden bist und wie es mit der Leistungsfähigkeit aussieht. Weil also Gym können wir nicht testen jetzt so, ist schwierig. Also gehen wir du hast auch erst zwei Wochen Zeit gehabt zum Trainieren. Das heißt, du konntest dich nicht groß steigern. Aber in die Richtung geht es auf jeden Fall langfristig. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Fitness. Sag mal, Marco, stört dich der Ring? Null. Antwort war richtig. Super, bist du bereit? Aufgewärmt haben wir ihn absolut schon, weil. Ja klar. Ne? Läuft. Okay, du hast 4 Übungen. Übung Nummer 1, Liegestütze. Mhm. Übung Nummer 2, Rudern mit deinem Körpergewicht am TRX-Band. Ja. Übung Nummer 3, du nimmst dir Jenny auf die Schultern und machst Kniebeuge, versuchst dynamisch aufzustehen, weil du bereitest dich damit schon auf die nächste Übung vor. Das wird ein Boxjump sein. Okay. Du springst hier oben rauf. Ich weiß, du bist mal 1,50 groß. Das richtig ist verdammt hoch für dich. Aber ich will, dass du dich selber traust. Ja. Das ist die Challenge. Verstehst du mich? Ja. Okay. Na dann würde ich sagen, alles was geht. Jeden Satz bis zum Muskelversagen. Wir wollen ja auch im Muskelaufbau einen Reiz setzen. Okay. Ich bin gespannt, wie viele Liegestütze du schaffst. Ja, 4. Alles in einem Zirkel. Ein bisschen mehr, wenn es wären, oder? Ich will es auch. Komm.
Get on the floor! Und Nummer! Leute, Markus hat bereits 24 Kilo in nur 12 Wochen abgenommen. Mit Gym wäre es safe mehr gegangen. Also wenn es euch genauso ergeht wie Markus, die gerade aus der Corona-Massephase kommt und endlich euer Sixpack sehen wollt, dann ergreift jetzt die Chance. In den nächsten 5 Tagen ist mein Oldschool-Life-E-Book im Angebot. 25% reduziert. Ich selbst habe diese Diätform für Wettkämpfe erfolgreich genutzt. Paul Unterleitner war auf dem Natural-Olympia. Und tausende OSD-User sind mit der OSD in ihre persönliche Bestform gekommen. Die OSD gibt es jetzt mittlerweile auch vegan, vegetarisch und Mischkost. Auch als Light-Variante, also nicht mehr ganz so strikt. Ergreift jetzt die Chance. So ein Angebot gibt es diesen Sommer nicht nochmal. Link ist unten in der Beschreibung. Und jetzt, let's get back to the program. 1, ganz strikt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, come on, 19, 20 und 21, 22, 23, 24, 25, aber 26, 27, komm, weiter, 28, ein noch, 29, obwohl, dann kannst du die 30 auch voll machen, theoretisch, komm, hol die 30 machen, stopp. Push. Wow. Schade, Alter. Schade. Wow. Respekt. Weniger Körpergewicht, mehr Liegestütze, mein Freund. Richtig geil. Ey, könnt ihr euch erinnern, wie wir angefangen haben? Ich mache euch mal die Infocard rein mit 60 Kilo Bankdrücken. Brutal. Also schaut euch mal den Anfang an, damit ihr nicht vergisst, wie das alles begonnen hat. Rudern auch hier all in. Mach da Füße auf den Boden. So? Genau, so ist gut. Genau. Und Nummer 1. 2, Ellbogen ein bisschen dicht am Körper. 3, so ist gut. 4 und 5, komm mal. 6, 7, 8, komm, zieh. 9, 10 und weiter. 1, 2, 2 Faste, komm weiter. 13, alles geben, Mann. 14, 15. Okay. Ja, ich bin im Kopf nicht da, weil ich mir die ganze Zeit denke, ich habe jetzt abgenommen, ich bin jetzt so dünn und jetzt kriege ich von dir so eine Aufgabe, ob ich meine dicke Alter auf die Schultern nach oben bringen muss. Gott sei Dank nicht. Ich Jenny, komm mal her erzählt. Bitte, Jenny, geht mal bitte da vorne hin. Ich sage euch jetzt schon mal, die Sprünge werden nachher richtig krass. Die Boxjumps sind eine richtige Challenge für ihn. Deswegen soll er jetzt einfach mal mit einem schweren Gewicht sich vorher aktivieren. Also schwer. Jenny, was wiegst du? 20 Kilo. 20? Na gut. Ich hoffe, die Kamera überlebt das Ganze. Gut, komm. Ach, lieber Gott. Dein Ernst? Ja. Oh, nee. Andere trau Bahn. Mir nicht. Nee, ich trau's dir nicht. Tiefe Knie, Knie außen. Eins, Schub. Ja, aber prima. Komm mal, Kontrolle. Zwei. Super. Drei, Push. Vier, Schub. Und dynamisch raus. Schub. Und 6. Gut, absetzen. Oh, setz dich da auf meinen Rücken. So, jetzt kurze Pause. Du bist jetzt schön aktiviert. Jetzt dürften die Sprünge super gehen. Es ist nur dein Kopf, der im Weg steht. Jawohl, super. Nummer 1. Du darfst nicht runterspringen. Geh nochmal runter. Ja, 2, komplett auf den Füßen auf dem Ding landen. Oh. Ja, sieht, das ist nur dein Kopf, Mann. Du bist, sei mal selbstbewusst jetzt. Du hast 2 gemacht, easy. Beschleunigung, Power. Ja. Der geht. Der geht nicht. Komm weiter. Jawohl, das geht schon, Mann. You can do it! Jawohl, ein noch, komm. Ein noch. Das wäre vor 10 Wochen unmöglich gewesen, Mann. Komm!
Kopf, hoch, Kopf. Der gilt. Da war der Beste. Komm jetzt mal. Komm. Nicht denken! Los jetzt! Oh, so ein Kribbeln am Rücken. Leg mir am Arsch! Was hast du schon gemacht jetzt? Ja, Leute. Nee, ich komm nicht mehr hoch. Du hast im Kopf eine Blockade, aber hast du das schon so oft gemacht, ne? Zieht hier ohne Ende. Na, kurzes Päuschen, danach geht's weiter. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Ein T-Shirt wird jetzt auch immer schwerer, deswegen. Also ganz ehrlich, Markus, wir wussten ja, dass die Oldschool-Diät funktioniert. Die Frage war nicht ob, sondern wie gut und vor allen Dingen, wie du langfristig nachher deine Ernährung wieder anpassen oder umstellen wirst. Weil das ist nämlich die wahre Challenge. Also in all da draußen, Diät ist nicht per se schlecht, aber für manche auch nicht empfehlenswert, weil es nur ein begrenzter Zeitraum ist. Du hattest schon mal viel abgenommen, hast dann wieder viel zugenommen, also du kennst das Spielchen schon. Hast mich gefragt, ja Johannes, soll ich die Oldschool-Diät machen? Ich will gerne, ich gesagt, eigentlich nicht. Weil ich finde, durch kleine Stellschrauben hättest du schon genauso viele, vielleicht nicht ganz so viel mit uns geredet, aber auf jeden Fall schon mal vielleicht langfristig mehr erreichen können. Das heißt, die Challenge wird sein, nachher Gewicht zu halten. Gewicht zu halten und Muskeln aufzubauen, genau. Weil das wird ja die nächste Geschichte. Wobei du wahrscheinlich auch Muskeln aufgebaut hast, aber das werden wir jetzt long-term sehen. Meine Frage an dich, wie fühlt es sich jetzt an? Eigentlich unbeschreiblich besser als zu Beginn. Und ich habe es mir eigentlich an so Kleinigkeiten festgemacht. Ich nehme keine Tabletten mehr, die ich genommen habe. Ich habe keinen Sodbrennen mehr. Ich kann mir dann Arsch abputzen. Ich muss nicht mehr 21 Mal, dreimal am Tag auf den Boiler oder in der Woche, sondern vielleicht nur drei oder vier Mal. Verrätst du mir, was du für Tabletten genommen hast? Gegen Bluthochdruck? Nee, Sodbrennen permanent. Sodbrennen und Schmerztabletten auch bei Gelenkwehtaten. Ach komm, ja. Das hast du mir nicht erzählt. Also permanent Schmerztabletten gegen Schmerzen, weil du zu übergewichtig warst, ein Gelenkproblem hattest. Also die Gelenkprobleme sind definitiv besser, nehme ich an. Weg, absolut. Oder? Absolut. Ja, weg. Eigentlich schon. Da muss man sich mal überlegen, in 12 Wochen weg mit Gelenkschmerzen. Unheimlich. So ein bisschen in der Schulter, ein bisschen in der Knie, aber das sind dann wieder so Situationen geschuldet, dass man selber sich nicht eingestehen will, dass man älter ist, dass man dass man es dann doch wieder übertreibt, bis dann mein Gewissen in Rot hier zu mir sagt, mach Piano, mach langsam. Ja. Pausentag ist auch mal ganz gut. Ja. Und so kommt eins zum anderen, aber mir geht's super. Noch irgendwelche Sachen, die sich verändert haben? Irgendwas Positives oder auch Negatives vielleicht? Vielleicht dann von deiner Seite mal? Ja, ich bin morgens wesentlich fitter, wenn ich wach werde. Redet einfach ununterbrochen. Ich schnarche nicht mehr. Ja, das stimmt. Ah, das ist richtig gut, ja. Genau. Richtig geil, gut, Mann. Ja. Jetzt gucke ich immer, ob er noch atmet. So leise ist er mittlerweile. Stark, das heißt, deine Schlafqualität ist auch deutlich besser, mit Sicherheit. Ja, natürlich. Das ist ja mega. Also der gesamte Tag, alles profitiert davon, ne? Ja. Auch das Selbstbewusstsein, was ja vorher auch schon vorhanden war. Das war immer da. Man fühlt sich einfach anders. Ne? Man nimmt sich auch selber anders wahr. Das ist halt, ja, das ohne jemandem nahe treten zu wollen, aber letztendlich war ich ja nichts anderes wie eine Witzfigur. Ja, jetzt, so, ich sag's über mich, ja, wenn ich zur Arbeit gekommen bin, man schwitzt immer, man war immer kurzatmig. Ja, ja, man hatte permanent Sachen an, die einem eigentlich schon lange nicht mehr gepasst haben. Und das so im Gesamten macht einen nicht unbedingt attraktiver als man. Ja. Ja. Vor allen Dingen dann auch noch in dieser Corona-Zeit hast du durchgezogen. Gyms waren zu, du hast trotzdem, also meinen ganz großen Respekt an alle, auch aus der Oldschool-Diet-Facebook-Support-Gruppe, die da einfach noch weiter durchziehen. Die Leute kaufen weiterhin die Oldschool-Diet, holen sich die Bücher. Und ich denke mir so, ihr seid so krass, Mann, ohne Scheiß. In dieser Zeit, wo es wirklich extrem war, also ich habe zugenommen und ich habe Fat-Gains gemacht, mein Freund. Du hast es alles abgenommen. Großen Respekt an dieser Stelle, Mann. Also du hast schon, ja, darf ich auch wieder runterziehen? Ja, klar. Also da ist schon, da hängt ein bisschen was. Und du hast mir ja schon gesagt, dass du darüber nachgedacht hast, wenn das Ganze dann das Fett aus den Zellen ist, weil das ist jetzt nur noch überschüssige Haut. Und Leute, die Haut braucht bis zu einem Jahr, bis sie sich zurückbildet. Das heißt, bevor ich ihn sich operieren lasse, will ich, dass du ein Jahr lang dein Gewicht hältst. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und nur dann kann man auch gucken, hat es sich von alleine zurückgebildet und ist wirklich, muss man ab irgendwas operieren oder nicht. Das ist nämlich das Ding, also weil dieses zu schnelle Abnehmen, das gibt es ja eigentlich nicht. Also zumindest rein physiologisch, psychologisch schon, ja. Aber physiologisch ist das Quatsch. Wenn ihr schnell abnehmen wollt, nehmt schnell ab, aber haltet das Gewicht. Das ist so die Message, ne? Ja. Mindestens ein Jahr jetzt halten.
mindestens, genau. Oder? Naja, halten würde ich noch nicht sagen, weil wir wollen ja schon noch mal auf um die 90. Ich glaube, für dich sind 85 Kilo so knapp 90, ja, aber trainiert und kernig. Genau. Da wollen wir hingehen, da soll es in die Richtung. Ne? Richtig. Jetzt ist Oldschool-Diet-Trainingsplan angesagt. Absolut. Fünfmal die Woche. Ja, jetzt geht's ja wenigstens. Jetzt geht's erstmal. Mal sehen, was ihr liebe Corinna noch zu und so, was sie uns noch mit sich bringt. Ne? Aber ich bin zuversichtlich. Ich auch. Ein Jahr und dann haben wir Zeit für dich. Haben wir Zeit für mich? Da können wir das richtig was draus machen. Da kann man was. Meinst du, ich trainiere jetzt, seit einem Monat und ich glaube, ich habe ganz gut Talent. Doch, ist gut. Steht dir. Hm? Absolut. Ja? Also es ist mit diesem Muskel, für einen Monat Muskeltraining. Oh, können ein bisschen mehr sein, aber... Na hey. Na gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte denkt an den Daumen. Bitte schaut unbedingt bei Markus bei Instagram vorbei, weil es ist so unterhaltsam, so witzig. Ihr kommt auf jeden Fall auf eure Kosten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für Aufmerksamkeit. Playlist ist hier am Ende nochmal verlinkt, damit ihr die weiteren Videos von Markus auch nochmal seht. Ne? Also, Servus. Ciao, ciao.